Hi, liebe Zuschauer. Ich stehe hier in Osnabrück, wo es heute windet und wo heute das Hackfestival stattfindet. Ganz richtig, das ist ein Festival, wo es nur um Hackfleisch und andere Mettprodukte geht. Gleich holen wir Tommy Schmidt hier hinten am Bahnhof ab. Tommy Schmidt ist Teil des erfolgreichen Podcasts Gemischtes Hack mit Felix Lobrecht. Und wer wäre besser geeignet, um mit uns in die Tiefen des gehackten Fleisches abzutauchen? Also, ich hole ihn jetzt mal und dann gibt's einen Schnitt und dann sehen wir ihn. Bis gleich. Hey, Tommy! Na, drücken wir uns live? Ja, das würden wir ohne Kamera auch machen, oder? Geht's dir gut? Sonnenbrille darf man nicht aufsetzen, ne? Kannst du schon, wie du möchtest. Die Ricky Gervais bei Comedians in Cars Getting Coffee. Sagt er das? Oder nee, er kriegt Ärger, weil er Sonnenbrille auf hat. Ah, das hast du schon mal. Kaugummi habe ich auch noch im Mund. Nee. Ja? Ja, klar. Das ist Haselburger, meine Damen und Herren. Nee, das mache ich jetzt nicht. Oh, das war das Unsympathischste, was ich jemals gemacht habe. Können wir das bitte auch als Thumbnail benutzen, wie einfach das Kaugummi da rausfällt. Ja, genau. Das bezeichnet auch unseren Trip sehr gut. Ich war noch nie in Osnabrück. Nee, ich wollte dich gerade fragen, warst du schon mal? Nee, ich war noch nie in Osnabrück. Nicht? Nee, ich komme ja gebürtig aus Detmold, ist gar nicht so weit, aber warum sollst du hier hinfahren, ne? Also, das werden wir heute erfahren. Ja, Hack, Wahnsinn. Warum habt ihr mich bloß eingeladen? Ich habe ganz schlechte Nachrichten ja. Und es ist nicht fake. Das findet nicht statt. Ernsthaft? Ja, wirklich ernsthaft. Jetzt ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich glaube, es hackt. Wir gehen in die zweite Runde. Herz-Emoji. Zwei Tage voller hacktastischer Delikatessen findet ihr am 10. und 11. August in der Halle Gartlage. Oder Garlage. Garlage, ich wollte es gerade sagen, in Osnabrück. Nachdem im April schon tausende Hackhelden und Mettmiezen ihren Weg zu uns gefunden haben, freuen wir uns darauf, euch im nächsten August erneut willkommen zu heißen. Special Guests vielleicht, Zwinker-Emoji, ja, ganz Hacki das kleine eigentlich. Krokodil, Timon und Pumba mit ihrem Mega-Hit Hakuna Matt Tata. Boah, ich finde es ganz gut, dass es ausfällt, glaube ich. Aber voll die verpasste Chance, dass sie Finn. Nicht Matt Tartar. Stimmt. Bibi Bulettenberg, Hack Hack, Pling Pling, Hackrit mit seinem Freund Hacky Potter, Donald Hack. Alter, bringt Hunger und gute Laune mit. Ja, wieso findet es denn jetzt nicht statt? Terror? Wir wissen es nicht. Vielleicht Vegetarieraufstand, vielleicht finanzielle Probleme, vielleicht einfach die Idee, dass ein Hackfestival. Das ist ein guter Standname eigentlich, Vegetarieraufstand, wenn ihr ja, da stimmt. Hätten. Schneiden wir raus, glaube ich. Das war nicht gut. Das Krasse ist halt, wenn du online auf eine Veranstaltung hinweist, dann kannst du ja auch ganz sang- und klanglos die einfach so im Sand verschwinden lassen, wenn die nicht stattfindet. Aber habe ich es richtig verstanden, dass ihr es gestern Abend erfahren habt? Nee, heute Morgen. Wie viel Uhr? Als du schon im Zug warst. Als ich im Zug saß. Sonst hättet ihr selbstverständlich gesagt, ich muss nicht kommen. Ne? Ich könnte meinen Sonntag auch anders verbringen. Selbstverständlich hättet ihr das getan. Aber ich Osnabrück dachte, hat heute ein Heimspiel gegen Red Bull Leipzig Pokal. Vielleicht gehen wir da hin. Sehr gute Idee. Also eigentlich wäre es für dich jetzt wirklich super gewesen, wenn du heute frei gehabt hättest und zu Hause hättest bleiben können. Ja, ja. Aber ich habe eben gerade auch gedacht im Zug, was hätte ich denn sonst heute gemacht? So sonntags, was machst du sonntags? Netflix? So ja. Zu tun, als würde man eine Sonntagszeitung lesen und ja, dann ist es 16 immer. Uhr. Immer? Also sonntags eigentlich schon in der Regel. Stimmt das? Ja. Lügt sie? Nein. Okay. Okay. Aber sonst, wenn ich mal frei habe, ja, dann schaue ich halt echt so zuerst eine Stunde rum, was ich denn gerne schauen möchte. Und dann sehe ich, oh, es kotzt mich alles an und dann schaue ich doch nichts. Genau. Ich glaube ja auch an den Untergang von Streaming. Ernsthaft. Wegen dem Überangebot? Ja. Also bei mir ist zum Beispiel so Spotify auch, was Musik angeht. Ich höre immer so die 10 gleichen Lieder. Und bei Netflix ist es auch so, dass ich dann irgendwann wegen des Überangebots ausmache und dann doch linear Fernsehen gucke tatsächlich. Ah, echt? Hast du auch einen Anschluss? Ja, gerade sonntags finde ich Fernsehen super. Presseclub, Doppelpass, dann kommt irgendein komischer Film und abends TTT. Anne Will vorher und so, es lotzt sich alles linear. Also bis auf Anne Will habe ich das alles noch nie gehört. Titel, Thesen, Temperamente? Ah, du doch, du das ist bestimmt schon 300 Mal interviewt, oder nicht? Du bist genau so ein edgy Künstler, den die da immer interviewen. Echt, was ist das denn? Titel, Thesen, ein Kulturmagazin mit dem Moderator, der aussieht wie Bernd das Brot. Jetzt nochmal einblenden. Max Mohr, okay. Ja, also der mal Dieter Mohr hieß, aber seinen Namen blöd fand, sich einen eigenen Namen besorgt hat. Das ist kein Witz. Und dann hat er Dieter geändert und nicht Mohr. Genau.
Ja. Ja, ich habe auch schon gedacht, wenn ich Thomas mal heiraten sollte, dann will ich einfach Thomas Brugger heißen. Das ist doch so. Das wäre geil, wenn man wirklich den Vornamen annehmen würde. Feminismus 2.0. Genau, Namen tauschen wäre ein geiles Ding. Feminismus 3.0. Ja. Ja. Postfeminismus. Wirst du oft erkannt? In Studentenstädten ja. Erkennen die dich dann vom Aussehen her oder hören die dich und dann erkennen sie deine Stimme? Stimme, glaube ich. Aber ich weiß, ja, Aussehen auch wegen Instagram. Aber ich bin wie, ja. Wie heißt du denn auf Instagram? Tommy Schmidt. Okay, also aber Leute, bei Instagram. Mit Doppel-T. Tommy Schmidt. Nee, aber nach wie vor, ich habe das ja nicht. Ich forciere das ja nicht, erkannt zu werden. Ich bin ja gerne hinter den Kulissen. Aber dieser Podcast ist halt ein bisschen durch die Decke gegangen und dadurch erkennen mich jetzt auch Leute, was aber okay ist. Alles gut. Für was hättest du am liebsten einen Oscar? Ich hätte nicht so gerne einen. Du hast ja schon oft Preise bekommen, oder? Ja, ich habe ein Jahr lang ganz viele Preise gekriegt und seitdem nichts. Ich habe 2017 alles gekriegt, was man kriegen kann und jetzt habe ich einfach gar nichts mehr gekriegt. Macht man sich nicht heutzutage dann wahnsinnig viele Gedanken, weil man irgendwie so edgy Danke sagen will? Also wenn entweder will man was Politisches sagen oder irgendwas Cooles, so wie die Toten Hosen, das Ding einfach in so eine Papptüte tun und weggehen. Was machst du denn? Sagst du einfach nur Danke? Ja, ich war eigentlich recht ehrlich bei meinen Dankesreden. Also wenn es mich wirklich gefreut hat, habe ich Danke gesagt. Und ja, sonst auch, weil du kriegst ja immerhin einen Preis. Das stimmt. Was verbindest du mit Osnabrück jetzt? Ah, es ist grün. Bevor du hierher gekommen bist, was hast du erwartet? Ach cool, siehste? Guck mal. Wollen wir da schnell hingehen? Ja, mach mal. Fechter. Ich bleibe aber jetzt hier ist rot. Ah, jetzt ist rot. Ist egal. Wir müssen gehen. Tschüss. Das waren jetzt typische Fans von dir, oder? Ja, die habe ich aber eigentlich für da hinten bestellt. ja, was soll ich machen? Ich finde es gut, wenn du so sehr offensichtlich über deine eigenen Witze lachst, damit ich dann immer merke, dass ich auch mitlachen soll. Genau. Aber das hat Ricky Gervais auch in der neuen Folge von Comedians in Cars Getting Coffee gesagt, dass er, wenn Witze schlecht sind oder schlechte Witze hört, lacht er extra laut, weil er nicht möchte, dass der Typ sich oder die Frau sich so schlecht fühlt. Ja, fick dich. Entschuldigung. Ja. Wir könnten uns auch die Nägel machen lassen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich zu am Sonntag. Gibt es noch Frauen außer dir eigentlich aktuell, die keine, oder hast du, nee, die ihre echten Nägel haben? Also man sieht doch nur noch diese Krallen überall. Oder bewege ich mich in komischen Kreisen? Du bewegst dich so in Kreisen. Superheldenkreisen. Die Wolverine-Ladies. Alter, was ist das für eine Ampel? Ja, das ist mega scheiße. Wir gehen jetzt einfach rüber. Das ist hier so ein ganz schlechter Extra-3-Beitrag, so Steuerverschwendung. Ja. Mit der längsten Ampel der Welt. Längsten Rot, rechts Rot. Ja, ja. Genau. Ich zahle die Steuern, um über die Straße zu gehen und nicht stehen zu bleiben. So, bissiges politisches Kabarett hier mit uns beiden. Ja, achten Sie mal darauf, wer am Ende die Diäten erhöht, der Bürger oder die Politiker. Schönen Tag noch. Was immer geht, sind dann Challenges. Mhm. Also, du musst es schaffen, bei irgendeiner Familie zu klingeln und da zum Mittagessen eingeladen zu werden oder sowas. Ja, gib mir 3 Minuten. Ja? Ja. 3? Dann werde ich dir sagen, ob ich es machen möchte oder nicht. Dann wirst du enttäuscht sein. Gib mir 3 Minuten, bis du merkst, es klappt nicht. Also wir haben ja jetzt keinen richtigen Dreh. Ja. Mit welchem Clickbait jazzen wir die Folge hoch? Ich bin für Haselbrugger nackt. Okay, also deine Challenge ist, mich nackt zu machen. Nein, einfach den Titel so nennen. Meinst du, das ist am besten? Klar, wollen die das Leute ist bei Nightwatch. Nackt bei Nightwatch die bestgeklickten Videos sind die, wo irgendwas mit unten rum im Titel ist. Und das ist ja kein Zufall. Wenn Felix und ich Folgen hochladen und schreiben vor irgendeinem Substantiv noch Sex als Komposita, also Sex-Oma oder sowas, machen wir manchmal als Spaß, immer so 100.000 Klicks mehr. Krass. Ja, das ist krass. Und weil die Leute sind pervers. Ist einfach so. Vor allem Sex-Oma, finde ich, ist es. Also, das ist für mich die Grenze. So, wenn die geil aussieht. Ja, klar. Ich könnte mich für euch hinstellen. Was ist damit? Für euch zur Info: Es ist ja wahrscheinlich. Red Bull ist ja sehr verhasst, ne? Red Bull Leipzig. Ja. Und Osnabrück ist einer dieser Traditionsvereine, die Red Bull Leipzig
dementsprechend scheiße findet. Verein für Leibessport, oder? Heißt Übungen meistens. Ah, Leibesübungen. Verrückt. Darf man eigentlich so parken? Nein. Ah, okay. Welche Fußballvereine gehen denn gar nicht? Ja, ich bin kein großer Fan von Red Bull, von dieser Art, wie dieser Verein aufgebaut ist. Darf man überhaupt noch Red Bull sagen? Muss man nicht Rasenball sagen? Ist mir völlig wurscht, weil es ist ja de facto, die Firma ist ja der Grund, warum der Verein da ist, wo er ist. Die machen natürlich eine super Arbeit, aber es ist wettbewerbsverzerrend, weil die halt andere Startmöglichkeiten hatten. Deswegen sehe ich es ganz rational als unfair an, dass sie da sind, wo sie sind, und nehmen halt Vereinen, die normal wirtschaften, wie jetzt so mein Club zum Beispiel, die Möglichkeit, weiter aufzusteigen. Hast du gerade implizit dich gegen Comedians aus reichen Elternhäusern ausgesprochen? Dann wären wir drei doch völlig am Arsch, oder nicht? Du bist ein waschechter VfL-Fan? Ja. Was denkst du, von was ist er Fan? Wahrscheinlich Leipzig? Nee. Nee, Osna dann. Wie ist euer Schlachtruf beim VfL? VfL. Osna, Osna. Ja, mehr oder weniger. Es gibt jetzt nicht einen richtigen so Ruf, aber ja, einfach 90 Minuten lang singen. Das Hackfestival fällt aus. Der Fußballverein hat's drauf. Osnabrück. Hab ich noch nie gehört. Freut ihr euch? Osnabrück oder Osnabrück? Osnabrück. Osnabrück. Osnabrück, ja. Wir haben die ganze Zeit Osnabrück gesagt. Ist das auch okay, wenn man es so betont? Ja, ist doch egal eigentlich, oder? Wer ist dein Lieblingsspieler bei Osnabrück? Uaim. Deine? Ganz klar Steffen Tigges. Steffen Tigges? Ja, was macht den so besonders? Ich habe letztes Spiel mal, als ich da war, in Aalen mit dem Bild gemacht. Und er ist einfach ein Allrounder. Der kann überall spielen, im Tor oder im Sturm. Also wärst du auch ein Fan von ihm, wenn der kein Bild mit dir gemacht hätte? Wir waren alle Fans. Wir haben nur von dem gesungen. Na, cool. Freust du dich aufs Spiel? Ja, ich freue mich sehr aufs Spiel. Was denkst du, wie wird's ausgehen? Du riechst sehr 3-0. Gut. Du siehst überhaupt nicht so aus, als würdest du gut riechen, aber du riechst sehr gut. Danke. Sehr ähnlich. Dankeschön. Ich rechne, ich habe gerade gesagt 3-0. Kann es schon ausgehen für Osna. Denkst du, dass Timo Werner auf die Fresse fliegt? Könnte passieren, ja. Vor dem Spiel schon. Pfand sammeln oder was machst du vorher? Ja, volle Flaschen sammle ich. Mit deinem Bauch. Genau, richtig. Oder? Hat man als Fan überhaupt einen Einfluss aufs Resultat? Ja, natürlich, man supportet ja. Wie peitscht die Jungs da nach vorne. Alles mitsingen und dann peitscht man die Jungs da nach vorne und dann vielleicht klappt's ja. Es ist das Pokals eigenes Gesetz, das ein Glaube Berge versetzen kann. So. Wir wollten eigentlich bei diesem Hackfestival drehen und sind jetzt irgendwie auf der Suche nach Inhalten in dieser Stadt, an auf einem Sonntag. Was kann man machen? Gibt's ein Schwimmbad? Gibt's irgendwas? Minigolf? Nette Bad gibt's wohl, ich weiß aber nicht, ob das aufhört. Gibt's einen berühmten Penner oder so? Jede Stadt hat immer einen berühmten Penner. Keine Ahnung, ob es hier einen berühmten Penner gibt. Was ist der Unterschied zwischen Hack und Matt? Ich weiß es, ich glaube, es gibt gar keinen. Also natürlich. Also Matt ist vielleicht einfach roh. Das ist klar. Also ich meine, vielleicht nur roh und Hack ist auch. Aber wenn du jetzt Matt brätst, was passiert? Ich bin ja kein Fleischexperte. Bist du ein Fleischexperte? Nee, auf keinen Fall. Bist du Veggie? Nee, aber ich bin jetzt auch wirklich kein. Aber ich esse jetzt natürlich deutlich weniger und nur regional, ist klar. Seit was? Hä? Das sagen doch alle jetzt immer. Ach so. Ich esse kaum noch Fleisch. Morgens schön Mortadella. Seit ich in dieser khakifarbenen Hose mit meinem Fred Perry-Shirt und meinen weißen Lederschuhen rumlaufe, behaupte ich immer, dass ich deutlich weniger Fleisch esse. Absolut, absolut. Ja, wir gehen jetzt mal in die Stadt und dann schauen wir, was Osnabrück so an einem Sonntag jenseits von Fußball zu bieten hat. Warum steht er da zu einem Bus in die Richtung, wenn das Stadion da ist? Das müsste man ja eigentlich mal fragen. Ja, vielleicht ist er verletzt oder so. Er hat einfach keinen Bock mehr. Vielleicht hat er einfach die vielen Leute gesehen und dachte sich, komm, ich mag Fußball zwar, aber so sehr auch nicht. Das kann sein. Das ist geil. Super schade, dass der zu ist. Wie cool ist denn dieser kleine Robo-Rover? Und das ist auch so eine Maske, guck mal, wenn man einfach reinfilmen darf, von so, die tragen auf so, in so RTL 2 Dokus immer so Sexferkel. Die so, ja, in irgendwelchen Dokus, so Swingerclub-Dokus. Der haben die venezianische dann auf. Abend. Genau, mit so einer langen Nase, Slipper und sonst nackt.
Und Spider-Man hat den im neuen Film sowas ähnliches an einmal. Ja. Bei der krassen Sexszene im Spider-Man hat er diese lange Nase. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir nicht heute Hack essen müssen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas... Ich habe gestern Bollo gegessen. Richtig gutes Timing. Tommy! Alter. Geil, wer bist du denn? Ich bin Robin. Dürfen wir ein Interview mit dir machen, Robin? Sehr gerne. Ach, da ist ja noch ein zweiter. Wer bist du denn? Ich bin Marius. Hi. Seid ihr von Tommy Hilfiger gesponsert? Ja. Sehr gut. Model sieht man noch. Warum seid ihr nicht im Stadion? Ja, genau. Gehen wir gleich. Wann ist der Anpfiff? 15:30. Also Sitzplatz? Nee, Stehplatz. Und ihr habt die Wohnung hier gemietet in der Nähe vom Stadion, dass ihr extra sehr nah dann immer zum Stadion habt? Ja, man sieht jetzt von wenn man einen Sitzen schon, hat. Ne? Man sieht ja schon von draußen, dass es eine typische WG-Situation ist. Ihr habt auf jeden Fall den schwarzen IKEA-Viereck-Tisch, oder? Nee, in weiß. Aber ist in weiß? Ja, er steht direkt hier. Eben an. Ich sehe das. Immer im Fernseher hoch. Da ist auch so Eistee-Granulat drauf, ein bisschen Gras. Und ein Playsee-Controller liegt drauf, oder? Den meinst du, ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Ich finde es krass, dass man ja bei Instagram echt doppelt so viele Likes kriegt für ein Foto, wo man drauf ist, als für eins, wo man nicht drauf ist. Genau. Ja. Ja, deswegen folgen die dir, ja. Ich habe mal gesehen, du hast eins hochgeladen auf deinem Account, wo du so Maredo und Rolex am Kölner Hauptbahnhof. Sehr wenig Likes, aber du hast es nicht runtergenommen. Ja. Nee, Likes sind mir bei, ich weiß gar nicht, ob das ein Phänomen ist für Instagram, aber Likes sind mir überhaupt nicht wichtig. Da Follower sind wichtiger, oder? Also Kanal abonnieren. Ja, absolut. Glocke. Was? Aktivieren. Achso, Glocke aktivieren. Was heißt das? Das ist so neuerdings bei YouTube, wenn man nur abonniert, dann ist es mehr wie so eine grobe Empfehlung, wo man dann YouTube so sagt, was man so ungefähr mag. Aber wenn man die Glocke aktiviert, dann kriegt man das wirklich auch YouTube gezeigt. YouTube habe ich gar keine Ahnung von. Null. Also, hier, Maurice T. fragt, was hebt gemischtes Hack qualitativ von reinem Rinderhack ab? Danke. Das weiß ich gar nicht. So eine Dirtiness wahrscheinlich. Ja, das ist ja... So eine Grittiness. So ein ranchy Flavor. Ist das eine Metaebenenfrage oder will sie jetzt wirklich Fleisch... Fleischtipps von mir haben. Wir haben ja heute schon das Hack-Festival nicht mitgenommen, deswegen müssen wir jetzt möglichst fleischzentriert antworten. Ich glaube, Rind ist immer ein bisschen besser, oder? Seit wann macht ihr eigentlich gemischtes Hack? Herbst 2017. Wusste ich, weil ihr habt die erste Folge bei uns zu Hause aufgenommen. Stimmt, mit euren Mikros. Ich glaube, wir haben es zum Glück durch Zufall geschafft, noch irgendwie, bevor es uncool wurde, einen Podcast zu machen, noch gerade so die Welle mitgesurft. Du weißt, wenn man sagt, wir haben es zum Glück geschafft, gerade bevor es uncool wurde, das sagt immer der, der es uncool gemacht hat. Ist es so? Ja, ja, also vielleicht ist das so. Klingt sehr danach. Vielleicht ist das so. Nee, aber da haben wir angefangen, das zu machen und hatten wirklich nicht, also es war kein Plan dahinter, dass das so durch die Decke geht, wie es gerade durch die Decke geht. Also was heißt denn durch die Decke gehen? Woran merkt man denn, dass ein Podcast so richtig durch die Decke geht? Kriegst du das mit, wie viele Leute das hören? Oder sind es mehr die Nachrichten an dich? Oder dass du erkannt wirst? Oder dass ihr jetzt mega rich werdet mit dem Merch? Oder ich weiß nicht, wie merkt man das? Ich glaube, so ein Cocktail an allem. Also du hast ja ein paar Kennzahlen, entweder durch diese Charts, ob man den glauben darf, bei iTunes oder Spotify oder so, wenn man sich da oben tummelt. Aber das war nie das Ziel. Deswegen ist es so lustig. Also wir haben ja beide andere Berufe nebenbei und wollten das eigentlich nur als Spaß haben, so ein bisschen als Therapie. Wenn man in der Kreativarbeit tätig ist, wie ihr ja auch, ist es ganz cool, so eine Therapiestunde die Woche zu haben, wo man alles raushauen kann ohne Filter. Das ist gerade als Autor cool, weil du ja immer noch, als Autor bietest du ja eigentlich immer nur an. Du bist ja Dienstleister. Und sagst hier, das könnte lustig sein, könnt ihr haben, könnt ihr benutzen. Und dann gibt es immer noch Instanzen, die sagen, nee, ist nicht witzig oder braucht man nicht. Und beim Podcast. Und das ist bei dir Felix. Exakt. Nee, der dann so ins Gesicht sagt, nee, halt deswegen, die Fresse. Das ist halt das Schöne, dass man da einfach raushauen kann, ohne Instanz dazwischen. Gibt es das manchmal, dass du dann was sagst und dann dir entweder direkt danach oder so einen Tag später denkst, wieso habe ich das gesagt? Können wir das bitte löschen? Meistens direkt nach der Aufnahme
weil Felix und ich schneiden ja nie irgendwie was. Also da ist ja jedes und was weiß ich bleibt drin. Und deshalb manchmal geht das Mikro aus und dann denke ich so, fuck, können wir das so senden? Kann das so in die Show? Aber ja. Und schneidet ihr nicht, weil ihr keinen Bock habt oder weil ihr das nicht könnt? Beides. Beides. Aber man könnte sich ja jemanden suchen, der das macht, aber irgendwie nehmen wir auch mal so kurz vor knapp auf, weil wir nehmen auf und manchmal ist es dann 20 Minuten später online. Ach krass, das ist ja richtig kurz vor knapp. Also es ist ja sogar so kurz vor knapp, dass es die Länge der Folge beeinflusst. Ja, das kam auch schon vor. Ja, dass wir extra jetzt aufgehört haben, weil es gleich 0 Uhr und dann... Ja, das ist halt, es ist halt auch schwierig, dass wir Termine finden zum Aufnehmen. Felix Leben findet von 18 Uhr bis 0 Uhr statt, sein berufliches. Und bei mir ist es meistens 8 to 5 einfach. Das heißt, aber wir haben wenig von Momente. 5 bis 6 habt ihr beide frei. Ja, wir haben tatsächlich schon mal so werktags um 3:30 morgens aufgenommen, als es nicht anders ging. Das ist schon absurd. Aber vor allem irgendwie absurd, wenn man denkt, dass ihr einfach so einen Comedy-Podcast habt. Also es klingt ja so, als würdet ihr in einer Mine arbeiten. Im Comedy-Bergwerk. Hol die Gags, hol die Gags. Ja. Hast du wohl doch noch dein kleines Hackfestival gekriegt? Was ist das? Das ist ein Magenkrampf in einer halben Stunde. Also zu wissen, ich war eben weg und die beiden haben bestellt. Und das steht jetzt hier. Wir müssen das jetzt alles essen. Das ist unser eigenes Hackfestival. Ja. Wir wollten dir noch was bieten hier in Osnabrück. Das ist der Hackfestival-Festival-Hack. Käsesoße auf dem Käseburger. Das ist ein Hut aus Käse. Das ist richtig gut gegen Gefäßkränze hier, was hier steht. Alter, ey. Wenn du dein Herz für zu funktionierend hältst. Aber was ist das? Das ist ein Burger, wo das Brötchen eine Tomate ist. Hat da jemand Glutenunverträglichkeit? Aber lenk nicht von deinem Käsemassaker. Wie viele Kalorien hat das wohl? Alle, ne? Ja, also genug für dich. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Ich danke dir ganz herzlich, dass du diesen Tag mit vielen Dank. Uns wir haben ja auch viel Osnabrück gemacht. Verbracht hast. Ja, vielen, vielen Dank. Was ist dein Fazit? 2+. Das reicht. Oder? Thomas ist ein toller Kameramann, du bist ein toller Host. Ihr beide zusammen seid tolle Hosts. Also wir sind eigentlich Einser-Material und... Genau, ich habe eine 3. Nee, ich meine mehr das Hackfestival. Achso, halt ja, okay. Ja, stimmt. Aber das Polieren war jetzt hoch. Nee, aber hat Spaß gemacht, Guckt euch das an. Am Ende. Nächste Folge suchen wir dich im Krankenhaus. Ich glaube, ich überlebe das nicht, Herzinfarkt. Aber es war ein schöner Tod dann. Naja. Kriege ich dein Shirt, wenn du stirbst? Ja, kannst du haben. Okay, guten Appetit. Ciao.